Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir freuen uns sehr, dass Sie alle da sind. Die VAG gibt Gas im Umweltschutz und in der Klimapolitik. Leise, schick und grün kommt er daher, der erste von 39 MAN-E-Bussen, die im Jahr 2021 die VAG-Flotte ergänzen. Das Beste, die Nürnberger E-Busse stoßen keinerlei Schadstoffe aus. Sie sind lokal und global emissionsfrei. Wir haben schon vor 4 Jahren begonnen, uns mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen und sind damals schon zu dem Entschluss gekommen, dass wir all unsere Busse nach und nach bis zum Jahr 2032 elektrifizieren. Natürlich nur mit Ökostrom. Den bezieht die VAG bereits seit 2012 von Energie. Für Straßen und U-Bahnen, für den gesamten Betrieb und natürlich auch für die E-Busse. Schon seit 2018 hat die VAG einen ersten E-Bus im Einsatz. 2020 kamen 6 weitere dazu. Der neueste Fahrzeugtyp begeistert erste Fahrgäste im Testbetrieb und Fahrer gleichermaßen. Die Fahrgäste sind sehr angetan von dem sanften Anfahren und von den Bremsen von dem Bus. Geräuschkulisse ist natürlich auch sehr, sehr gering bei dem Bus. Der Boden hat sie total begeistert, die Leute. Ja, aber so war wirklich nur sehr viel Positives. Die Scheiben sind auch relativ hoch bei dem Bus, also es ist sehr hell drinnen, man fühlt sich einfach wohl. Komfort und Sicherheit, darauf sind die neuen Busse ausgelegt. Platz für Kinderwagen, Rollstühle oder Räder, USB-Anschlüsse zum Handyladen unterwegs und kostenloses WLAN. Dickere Sitzpolster für eine noch bequemere Fahrt, angenehme Lichtgestaltung und Doppelmonitore für Information und Unterhaltung unterwegs. Schon heute können die VAG-E-Busse rund 250 Kilometer pro Ladung zurücklegen und sind damit fit für 80% der Einsätze. Wir sehen uns in einer Treiberrolle. Wir haben dieses Thema schon immer. Der ÖPNV war schon immer klima- und umweltfreundlich. Bei der Energieversorgung machen wir auch sehr viele Dinge. Also wir sind klar in einer Treiberrolle. Wir nehmen die auch sehr gerne an und freuen uns, dass uns auch unsere Eigentümer das machen lassen. Ein Nürnberger E-Gelenkbus spart jährlich ca. 68 Tonnen CO2 ein. Ende des Jahres 2021 fährt fast ein Viertel der VAG-Busflotte elektrisch. Ihr Heimathafen wird im Spätsommer fertig, der E-Busport inklusive grüner Tankstelle, gelegen im Stadtteil Schweinau. Die VAG ist bereit für die Fahrt in die Zukunft. Modern, komfortabel und emissionsfrei.